No Hacks Live Cup plus Unboxing. Komplett überrascht, schreibt er. Die produzieren in Istanbul, also ich bin sehr gespannt, was da kommt. Here we go. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video. Okay, Jan, kannst du einen anderen anschreien? Video auf diesem Kanal und heute zu einem Live-Cup plus Unboxing, wo ich wirklich seit Wochen unfassbar gespannt drauf bin und mich unfassbar freue. Denn heute gibt es ein Live-Cup plus Unboxing zur ersten Kollektion namens Chapter One von UFO 361. Wenn du einen Job brauchst, wenn du willst, sei mein Fahrer. Jeden Abend im Nobu. Ich verliere nicht meinen Fokus, nein. Ja, seiner Marke No Hacks. Jetzt sage ich mal, jetzt der erste Drop. Ich bin mega gespannt, die Sache. Gut, das waren die Pieces, die haben wir auch schon reviewed. Ganz, ganz spannend. Da war ich geflasht, ehrlich gesagt. Warte, ich drehe mal kurz die Kamera. Weil wir ein ähnliches Design bei der nächsten Kollektion haben. Das habe ich auch schon mal gepostet und ist, glaube ich, bei M&M Leaks dann nochmal online gegangen. Das hatten wir im Vorhinein schon und dann habe ich gesehen, dass sowas Ähnliches bei UFO kommt. Also ähnliche Waves anscheinend teilweise. Gut gemacht. Gleich um 15 Uhr online. Wir werden das Ganze dann zusammen kaufen. Was ich mir kaufen werde, kann ich jetzt noch nicht genau. Übrigens, so viel kann ich schon mal spoilern. Dieses Skeleton-Design, das wir gemacht haben, da habe ich einen Künstler, der hat das mit der Hand gezeichnet. Wir haben das dann vektorisiert und bringen das auf den Zip-Hoodie. Das heißt, wer da bei den Leaks immer wieder aufgepasst hat mit diesem Paris-Design, das wird in der Form nicht kommen. Ich habe mich kurzfristig dagegen entschieden, weil das andere Design mir viel besser gefällt. Ich muss sagen, ich werde auf jeden Fall den Tie-Dye-Hoodie kaufen, hier mal eingeblendet, finde ich unfassbar nice. Und UFO hat das Ganze wirklich sehr, sehr hoch angepriesen, wenn man das, sagt man das so, ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall hat er die Qualität, den Fit und dies und das alles sehr, sehr krass gelobt. Deswegen bin ich gespannt, ob er das Versprechen hält. Ich erwarte Großes. Wie gesagt, Tie-Dye-Hoodie wird gekauft, aber ich will auf jeden Fall auch noch ein, zwei weitere Sachen kaufen, weil ich möchte mir die Kollektion wirklich genauer angucken. Ich möchte. Aha, okay, das heißt, er hat ein paar Teile. Oder ist jetzt dieser Live-Cop zuerst, oder wie ist das? Wie sind die T-Shirts, wie sind die Zip-Hoodies, wie ist der Hoodie, dies, das, deswegen werden mehrere Sachen gekauft. Was ich genau kaufe, gucke ich dann spontan beim Live-Cop. Was ich aber noch ganz kurz sagen möchte, was ich sehr wichtig finde, viele von euch wissen, ich bin sehr, sehr großer UFO-Fan, ist auch gefühlt der einzige Künstler in Deutschland, den ich wirklich... Ich höre UFO auch extrem gern. Gefällt mir seine Musik. Ich durchgängig pumpe mit Lucy. Acker jeden Tag höre ich so oft. Piano, weil ich fühle es einfach komplett. Ich höre eigentlich gefühlt nur Ami-Rap. Auf jeden Fall möchte ich sagen, dass ich trotz dessen, dass ich UFO sehr, sehr viel höre, das Ganze hier fair bewerten möchte und nicht irgendwie voreingenommen da rangehe und alles schön reden möchte. Wenn mir Sachen nicht gefallen, werde ich das sagen. Wenn die Qualität scheiße ist, werde ich das sagen. Wenn nice, scheiße ist, werde ich sagen. Gut gemacht. Wenn was weiß ich scheiße ist, ich werde alles sagen. Ich werde aber auch genauso die Sachen loben. Deswegen, ich werde hier ganz voreingenommen rangehen. Jetzt haben wir aber genug gelabert. Jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dem Live. Hat er gesagt, ich werde ganz voreingenommen rangehen? Deswegen, ich werde hier ganz voreingenommen rangehen. Jetzt haben wir aber genug gelabert, jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dem Live-Koppen. Wir werden das Ganze zusammen erst live koppen. Dann werden wir eben am Ende des Videos das Ganze zusammen live auspacken, wenn es ankommt. Deswegen Live-Kopp plus Unboxing. Und jetzt starten wir mit dem Live-Kopp. Let's go. Aber das beim Live-Kopp verstehe ich nicht ganz. Er zeigt dann einfach, wie die Sachen koppt. Ist das so spannend? So Freunde, wie ihr sehen könnt, befinden uns jetzt hier einmal auf der No Hacks Website, Chapter One. Die Kollektion ist jetzt online. Ich finde es, glaube ich, nicht so spannend. Er kauft halt einfach die Dinge ein. Okay, und dann kommt das Unboxing, oder wie? Sachen angekommen sind. Herzlich willkommen zum zweiten Part dieses Videos, und zwar nämlich einmal das Unboxing und ich würde sagen, ja, auch der interessanteste Teil dieses Videos. Ja. Denn wir werden uns jetzt mal anschauen, wie denn die schönen No-Hack-Sachen sind. Wir haben einmal den Tie-Dye-Hoodie bestellt. Wir haben das Shirt. Imagine, du filmst dich beim Sachen bestellen. So, live Zähne-Putzing und danach Unboxing. Schwarz bestellt. Nein, verstehe schon. Gehört irgendwie dazu, aber ich käme halt selber nicht auf die Idee. Aber gibt es anscheinend Leute, die wollen das sehen. Und auf einmal einen schwarzen Zip-Hoodie. Das heißt, wir haben eigentlich das Gröbste und ja, meiner Meinung nach auch die besten Sachen der Kollektion bestellt. Haben so einen guten Überblick und können hier, denke ich mal, auch ja, bewerten, wie die Kollektion denn so ist, beziehungsweise wie... Achso, und du bestellst nie irgendwas und filmst dich dabei, so lost man, du machst doch auch so viele Shopping-Streams. Stimmt, da hast du aber eigentlich auch wieder recht. Stimmt eigentlich. Ha, so habe ich das gar nicht betrachtet. Warum, wie komme ich dann auf die Idee, dass ich das komisch finde? Naja, weil, vielleicht weil ich die Kollektion schon kenne und da ein fixes Ding vorgegeben war, das und das gibt es bei der Kollektion. Vielleicht deswegen, aber hast vollkommen recht von der Warte aus.
die einzelnen Pieces so sind. Ich muss leider sagen, ihr könnt es auch schon sehen, die Sachen sind nicht mehr im Karton, sind schon in den Tüten. Lag ganz einfach daran, dass ich die Anfangsszene eben... Der Kollektion wird sicher wieder übel Sky, Bro. Vielen lieben Dank, es wird komplett gestört. Es wird wie immer absoluter Abriss. Eben schon mal gedreht habe, ihr könnt sehen, hier ist der Karton. So kam das Ganze an, in so einem weißen Nauhax-Karton mit so einer Grußkarte und eben der Rechnung. Hab die Anfangsszene eben schon gedreht, wo ich die Sachen aus dem Karton geholt habe, wo ich ein bisschen gelabert habe. Hab dann gemerkt, Mikrofon war einfach nicht an. Nein. Scheiße, Mann. Das heißt, die Aufnahme hat keinen Ton gehabt, habe dann die Aufnahme direkt abgebrochen. Das heißt, uns fehlt jetzt nur der Anfangsteil, wo ich so ein bisschen gelabert habe. Ich habe mir die Sachen noch nicht angeschaut. Und ich würde sagen, das Ganze machen wir jetzt einmal zusammen. Wir fangen an mit dem schwarzen Shirt, was ich bestellt habe. Ihr könnt sehen, die Sachen kommen alle in so einer Plastikbag an, wo einmal das Nohax-Logo vorne drauf ist. Finde ich ganz cool, dass die so ein bisschen, Ja, also der Standard, wie es eigentlich ankommt bei den meisten Marken. Also so im deutschen Streetstyle-Bereich und auch Represent. Kommt auf die Art und Weise in einem Plastikbag mit Logo drauf. Eigen ist und einfach eine langweilige Plastiktüte. Jetzt ist halt die Frage, Plastiktüte ja oder nein? Manche benutzen sie, manche benutzen sie nicht. Es ist natürlich besser, keine zu benutzen und irgendwie eher auf Wolle oder was weiß ich was zu... Max, hast du auch was bekommen? Ich habe gar nicht bestellt, Bro. Greifen. Ist sie im Selbstüberlassen. Ich will ja gar nicht sagen, was sie machen sollen, was sie nicht machen sollen. Ist sie im Selbstüberlassen. Viele, viele Brands benutzen ja Plastikbags. Deswegen, ja, ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn UFO das macht. Aber ja, damit ihr wisst, so kommen die Sachen an und ich würde sagen, wir holen das schöne Shirt einmal aus der Tüte raus und schauen uns das an. Ist halt der einfachste Weg, das kommt schon fix fertig so vor der Produktionsstelle, packst du in einen Karton, schickst du raus, fertig. Einmal ein bisschen, ja, genauer an. So, das hier wäre einmal das schwarze Nohax-Shirt. Ja, Totenkopf mit Schmetterlingen, jetzt nichts Neuartiges dabei, so in diesem Chrome-Look. Einfach so die Wave, die man halt... letztes Jahr viel, viel gesehen haben. Vor allem mit dem Schmetterlingen, das haben wir eigentlich schon vor Ewigkeiten auch gesehen. Jetzt nichts Neues dabei. Komplett clean schwarz. Naja, komplett clean schwarz. Vorne ein überfetter Print. Hinten. Danke, Mann. Komplett clean schwarz dann auch wirklich. Und sonst, ja, was soll man sagen, ist ein schwarzes Shirt. Mir fällt direkt auf die Qualität beim Anfassen. Sehr, sehr schön. Also wirklich sehr schön verarbeitet. Schöner, dicker Stoff. Die Nähte alle sehr, sehr sauber und sieht auch vom Fit ganz gut aus, hat schöne lange Ärmel, bisschen boxy geschnitten, bisschen cropped, hat einen schönen Fit. UFO meinte ja auch in so einer Story, dass die Qualität wirklich sehr, sehr gut sein soll, deswegen habe ich auch hohe Erwartungen und diese sind eigentlich vom Stoff erfüllt, der Stoff ist sehr, sehr schön. Ich weiß, die Grammatur bzw. das Gewicht sagt eigentlich nichts über die Qualität, aber ich habe es gerne, wenn die Shirts schön dick sind. Ich mag das, wenn das so dünne, ja, leichte Shirts sind, außer jetzt im Hochsommer, aber wir haben Winter und deswegen sind schöne, dicke Shirts auch gut. Jetzt eben zum Print, ich bin euch ehrlich. Print ist eigentlich relativ hochwertig. Ich glaube, das ist ein 3D-Printing oder ist das, schaut fast aus wie PVC. Ehrlich, der Print ist nicht mein Fall. Ich habe das Shirt auch nicht gekauft, weil ich es jetzt persönlich mega cool fand, sondern einfach fürs Video, weil ich mir eben anschauen wollte, wie die Shirts sind, euch zeigen wollte, wie die Shirts sind. Mein Fall ist es jetzt persönlich nicht. Generell ist ja die Kollektion geprägt von diesen Totenköpfen. Ich bin euch ehrlich, die Totenköpfe ist nicht so mein Vibe. Ist jedem seins. So ein bisschen Roberto Cassini-mäßig. Aber nein, Freunde, bei uns, wie gesagt, auch Skelette bei einem Design, nächste Kollektion am Start. Geschmackssache, mein Vibe persönlich ist es nicht. Aber halt eben beide Shirts hatten diesen Totenkopf drauf und ich wollte halt unbedingt ein Shirt ausprobieren. Deswegen hier das Shirt, der Print, wie gesagt, nicht meins, ist Geschmackssache. Vielen gefällt es vielleicht auch, vielen gefällt es nicht, meins ist es nicht. Jetzt würde ich sagen, ziehen wir das Shirt einmal an. Ich bin gespannt, wie der... Maxi, wird es bei den Stückzahlen sein, bleiben die knapp oder wieder eher mehr? Frage wegen der Chance, etwas zu koppen, du bist der sportlichste Fashion-YouTuber. Danke dir, Bro, ich schwitze auch, ich vermutlich auch aktuell der verschwitzteste Fashion-YouTuber. Die Stückzahl habe ich nochmal erhöht, habe ich nochmal deutlich erhöht, Freunde, weil beim letzten Mal war nach 3 Minuten einfach alles weg. Fit ist, wir ziehen es jetzt einmal an, Fitpicks, aber auch sonstiges, blende ich euch so noch ein und ich würde sagen, jetzt, ja, anziehen. Fit, wirklich 1A, genau mein Geschmack. Okay, ja, am Bild jetzt selbst für mich nicht sonderlich aufregend. Ich finde es auch fast etwas zu weit hier um den Bauch herum. Ja, so mein Fall ist es jetzt nicht. Schöne lange Ärmel, ist ein bisschen cropped geschnitten, bisschen breiter, bisschen boxy, hat einen sehr, sehr schönen Fit. Was aber auf jeden Fall mein Favorite ist, ist einmal dieser schöne enge Kragen. Finde ich sehr schön, passt sich auch sehr gut an. Ja, der Kragen schaut aber sehr eng aus. Gemütlich beim Tragen und ich finde generell, bei dem T-Shirt ist ein enger Kragen sehr wichtig. Ich mag das. Ja, aber nicht zu eng, nicht so, dass du es merkst, sondern schön abschließend einfach. Wenn der Kragen so locker ist oder so ausfranst, der ist schön eng, sehr schön anliegend, gefällt mir sehr gut.
und vom Fit wirklich top, top das Ding. Wir machen auch direkt weiter mit meinem persönlichen Favorite Piece, wo ich am meisten gespannt drauf bin. Und zwar nämlich einmal der Teil der Hoodie kommt auch wieder in eine Plastiktüte. So, jetzt bin ich gespannt. Das soll ja extrem schwer sein. Also von dem her bin ich gespannt, was er dazu sagt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Der Teil der Hoodie war von Anfang an mein Favorite. Als ich auch einen Fitpick von UFO damit gesehen habe, kann ich euch hier mal einblenden, wo UFO den getragen hat. Ja, steht ihm sehr gut. Passt auch gut zu UFO, also finde ich schön. Sehr, sehr nice. Wirklich todes geil. Auch die Farben gefallen mir sehr gut. Alter, ist das Ding schwer. What the fuck, Digga? Ist ja, wie wiegt denn das Ding? Also wenn ihr das gerade fühlen könntet, das Ding ist todes schwer. Aber wir schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Okay, also sehr, sehr dicker Stoff hier verwendet. Was ich übrigens eben beim Shirt vergessen hatte, das No-Hugs-Tag sieht einmal so aus. No-Hugs und die Size steht drauf. Und was ich cool finde, einmal... Das ist nicht üblich, finde ich aber tatsächlich ganz cool, hier die Size direkt mit drauf zu machen. Ja, so ein kleines, wie so ein kleines Buch, wo halt vorne No-Hugs draufsteht als Hang-Tag. Hier einmal Chapter 1 und hier nochmal die Size. Finde ich die Option sehr, sehr cool gelöst. Auch hier haben wir Stoff und kein Plastik. Das heißt, die Option ist sehr, sehr gut gelöst. Gefällt mir gut. Aber jetzt geht's zum Hoodie. Auf den ersten Eindruck sehr, sehr begeistert vom Hoodie. Wirklich todesschwer. Sehr, sehr schöner, dicker Stoff. Sieht sehr, sehr schön verarbeitet aus. Also, wow. Also da muss ich sagen, ich hätte echt, meine Erwartungen bei UFO waren hoch. Aber ich habe gedacht, ich werde bestimmt enttäuscht, weil, ich weiß nicht, so Rapper-Marke, dies und das. Viele haben eine Marke. Aber jetzt muss ich sagen, was UFO da gerade abgeliefert hat, also nur von der Qualität her, sehr, sehr stark. Also wirklich eine sehr, sehr geile Qualität. Ihr könnt es aber sehen, wir hatten einmal komplett diesen lila, rosa Tie-Dye-Look. Finde ich sehr schön. Auch die Farben gefallen mir gut. Ist mal ein bisschen was anderes. Vorne hätten wir einmal dieses No-Hugs-Logo mit der Rose. Aber eben nicht einfach nur gestickt, sondern irgendwie, ja, wie so eine Art Stoff-Patches. Ihr könnt es sehen. Ich frage mich, ob die hart sind. Das nennt man nämlich Chenile Patches oder Chenile Patches, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich weiß nur, wie man schreibt, aber auf jeden Fall sehr, sehr nice, dass es so gemacht wurde. So draufgestickt mit so einem, ja, weichen, schönen Stoff, sehr, sehr schön verarbeitet, auch nirgendwo guckt irgendein Faden raus, sehr, sehr fein gemacht und fühlt sich auch sehr, sehr weich an, also da muss ich sagen, sehr, sehr schön gelöst und gefällt mir auch optisch, dieses Logo gefällt mir gut mit der Rose, dieses... Oder Chenile Patches, ich weiß es nicht, Leute. Lila auf lila. Finde ich sehr, sehr schön. Leider habe ich aber auch einen Kritikpunkt, und zwar nämlich... Diese Metalldinger, wenn du die auf die Fresse bekommst, ich hasse es mit Off-White, hätte ich mal fast mal den Zahn ausgeschlagen beim Anziehen vom Hoodie. Ja, diese Kordeln hier. Ich habe schon öfter gesagt, ich bin kein Fan von Kordeln in Hoodies. Ich mag es irgendwie nicht mehr. Und ich bin kein Fan von so überdimensional fetten Kordeln mit so überfetten... Auf Palm Angels angelehnt. Mit... Kann man aber einfach rausgehen, wenn man es nicht möchte. Metall-Lace-Tips, die halt dann immer so gegeneinander... ja, klatschen beim Gehen und halt laut sind, ja, bin ich kein Fan von und besonders nicht, weil die so übertrieben fett sind. Ich denke mal, ich werde mir die einfach rausziehen, damit der halt keine Kordeln hat. Finde ich persönlich einfach ein bisschen nicer. Ist Geschmackssache, aber das wäre mein einziger Kritikpunkt. Sonst bin ich gespannt, wie der fit ist und ich würde sagen, den finden wir jetzt einmal heraus. Okay, das ist krass. Ich weiß, ich laber die ganze Zeit, boah, voll geil, voll geil, voll geil, voll geil. Aber ich bin euch ehrlich, es ist auch einfach stark. Der Fit vom Hoodie, ich blende euch mal hier so ein richtiges Fitback ein, wo ihr es richtig sehen könnt. Unfassbar, also der Fit ist perfekt für meinen. Krass, Fit ist sehr gut. Ich glaube, Fit ist wirklich sehr gut. Fitback einfließt. Ja, gefällt mir wirklich gut. Er hat auch die Kordeln herausgenommen. Richtig sehen könnt, unfassbar. Also der Fit ist perfekt für meine Maße. Das heißt L genommen, bin 1,82, 75 Kilo. Perfekt an den Armen, ein bisschen lockerer, ein bisschen länger, ein bisschen crop geschnitten, ein bisschen breiter geschnitten. Auch sehr, sehr komfortabel, ja, nice. Sehr, sehr schön anliegend. Sehr gemütlich und ich habe leider Gottes, beziehungsweise ist eigentlich gut, vom Schnitt und auch vom Design, von der Quali an dem Hoodie nichts auszusetzen, außer dass mir diese Kordel nicht gefallen. Sonst, ja, ist es ein unfassbar nicer Hoodie und es kommt vielleicht so rüber, als würde ich jetzt irgendwie schleimen und sagen, boah, dies, boah, das, voll geil, voll geil, voll geil, weil es halt eben UFO ist. Aber nein, ich bin euch ehrlich und ich glaube, UFO juckt es auch nicht und UFO wird dieses Video wahrscheinlich eh nicht sehen. Ah, das glaube ich aber tatsächlich eigentlich schon. Ich könnte jetzt auch sagen, dass alles scheiße ist, es wird jetzt nichts an der Situation ändern, aber ich bin euch ehrlich, ich sage das hier einfach subjektiv und ehrlich, ich finde die Sachen gut. So, kommen wir zu... Man kommt die neue Kollektion hoffentlich März, Freunde. Also stellt euch auf März ein. Zu guter Letzt einmal zum Zip-Hoodie und ich denke mal für mich auch ein Piece, was ich nicht... Auch da wieder so fette Metallösen ist nicht so mein Fall. ...ich behalten werde. Warum, sage ich euch jetzt, wenn wir dann zum Hoodie kommen. Denn auch designtechnisch ist das einfach, ja, nicht wirklich meins. Aber ich würde sagen, schauen wir uns den Hoodie jetzt erstmal mit Ruhe schön an. Und ich merke... Okay, das ist jetzt das Zip-Hoodie. Ich merke auch beim Zip-Hoodie direkt wieder, ich glaube, gefühlt noch schwerer als der Hoodie. Also unfassbar heavy das Teil.
von der Qualität wieder sehr, sehr dick. Wir schauen uns das schöne Stück jetzt einmal an. Hier wäre einmal der Zip-Hoodie in schwarz. Auch wieder mit diesen Metallkordeln und diesen fetten Ösen, das ist nicht mein Fall. Hat vorne wieder einmal eingestickt diesmal. 3XL für die Fettsäcke in der neuen Kollektion, habe ich überlegt, ja, tatsächlich. Also könnte sein, dass das kommt. Komplett eingestickt. No Hugs, das Logo in Rot. Eigentlich dasselbe Logo wie einfach auf dem Hoodie, nur halt diesmal in anderen Form. In Rot einfach eingestickt, in clean auf der Brust. Sonst vorne komplett clean. Ihr seid ziemlich spitz auf den Zip-Hoodie, der rauskommt. Gell? Ich überlege jetzt, ob ich ein bisschen was leak kurz. Ich zeige euch nur mal das Logo, ja? Ach, schaut nicht so gut aus im Stream. Ach, man sieht auch gar nicht die einzelnen Konturen vom Totenkopf selbst. Aber ja, auf M&M liegt es eh schon. Ja, Zip-Hoodie, vielleicht kann ich euch da was, vielleicht sieht man was. Wir haben das Backprinting und vorne haben wir dann noch ganz schlicht. Sieht man? Ja, sieht man nicht so gut. Sieht man nicht so gut. So ein bisschen Chrome hat es mit der Schrift. Es ist so eine Tribal-Schrift, die ich verwendet habe. Ich fand, die passt perfekt zur Malerei, die mein Grafiker gemacht hat. Ist eher schlicht gehalten und hinten haben wir dann dieses fette Printing. Org. Okay, nice. Der Zip-Hoodie True to Size, leicht oversized. In schwarz. Was steht da? M&M Vienna. Hinten hätten... Was kostet er? Kann ich noch nicht sagen, aber wahrscheinlich so um die 170, 180... Sowas in den Dreh. Also etwas teurer als der Hoodie. Kann ich aber noch sagen. Kann auch noch günstiger werden, Freunde. Ich kann zu den Preisen noch nichts sagen. Hier einmal einen Print, beziehungsweise... Okay, doch, es ist ein Print, es ist nicht gestickt. Der mir jetzt persönlich nicht so gut gefällt, ist jetzt der Fact, warum ich den Hoodie jetzt nicht behalten würde. Ist Geschmackssache. Erinnert mich sehr stark an... Ich finde das Rot, aber auf Schwarz kommt einfach immer mega gut. ...an Chrome Hearts, aber UFO hat ja auch sehr, sehr viel Chrome Hearts getragen, beziehungsweise trägt es immer noch. Deswegen mit UFO, denke ich mal, diesen Vibe auch sehr feiern, auch... Ja, nagelt es mich jetzt noch nicht auf 180 fest. Es wird etwas teurer natürlich als der Zip-Hoodie, weil es in der Produktion natürlich teurer ist, aber nagelt es mich noch nicht fest auf den Preis. Chrome Hearts an sich war ja jetzt nie irgendwas, was ich gefeiert habe. Mir hat dieses, ja, Chrome Hearts Design auch nie gefallen, deswegen gefällt mir das eben jetzt auch nicht. Ist an sich aber eigentlich relativ clean. Wir haben einmal Rot hinten und Rot vorne, sonst, ja, ein schwarzer Zip-Hoodie, was mir auch wieder nicht gefällt. Diesmal, ja, ein bisschen am... Kommen Cargo oder Baggy Pants? Es kommen Jeans, Freunde, aber welche, die von unserer Schneiderin... Ich habe es in der Entwicklung mit meiner M&M-Schneiderin gemacht. Wir haben da was ganz Neues gemacht, was es so noch nicht gegeben hat. Also die wird auf alle Fälle wild. Haten. Wären die dicken Kordeln hier auch wieder. Selbes Spiel wie beim Hoodie. 6PM hat 94 Euro gekostet. Warum M&M dann so viel, Bro? Bro, das ist dieselbe Diskussion, wie wir immer hatten. Auch mit den Hoodies und mit den Shirts. Warum ist so teuer? Weil man das nicht vergleichen kann mit anderen Streetstyle-Marken. Wir sind da im höheren Preissegment, weil die Produktionskosten auch immens teuer. Ich habe eigentlich gesagt, ich werde mich nicht mehr rechtfertigen wegen den Preisen. Ich habe vor kurzem mal veröffentlicht, was alleine der Hoodie in der Produktion, nur in der Produktion kostet. Also, Freunde, it is what it is. Ich kann es nicht verschenken. Ich kann... ist so. Ja, diese dicken Kordeln ist einfach nicht so mein. Kann man natürlich auch hier auch rausnehmen, wenn die einem nicht gefallen. Aber da ich diesen Zip-Hoodie nicht behalten will, werde ich es jetzt auch nicht raus. Bei Represent kostet der Zip-Hoodie das gleiche übrigens. Sind sogar noch teurer. Was mir wiederum aber sehr, sehr gut gefällt, ich blende schon mal irgendwie ein Close-Up ein, weil ich denke mal, man kann sich so gut erkennen, ist einmal das an den Ärmeln. Okay, also so ein bisschen auf Misbehave angelehnt mit, also nicht, dass die es erfunden hätten, aber die sind halt bekannt dafür. Die lassen auch diese Nähte so rausstehen, finde ich persönlich ganz cool. Und auch aber dann hätte ich da unten auch noch vielleicht so ein bisschen Destroyed gemacht und das finde ich fast schon zu dick, erinnert mich fast schon an einen Strickpullover. Unten am Bund. 220 kostet der bei Representer Zip-Hoodie. Okay, und ich sage, wir haben mindestens dieselbe Qualität wie bei Represent. Mindestens, Freunde. Ich will da jetzt nicht irgendwie sinnlos Auge machen, aber wer M&M hat, der weiß. Und dass alles hier so ausgefranst ist, hat ja auch Misbehave schon mal in der Art so gemacht, beziehungsweise macht es immer noch und viele andere Brands natürlich. Aber wir schauen uns auch einmal hier den... Kannst du mal beweisen und genau auflisten, was 60 Euro in der Produktion kostet. Ich weiß nicht, ob ich solche Dinge herzeigen darf, aber alleine die Stoffe, ich habe jetzt schon mal die ersten 10.000 Euro muss ich bezahlen, nur für Stoffe. Dann die Produktion natürlich selbst. Und der Aufdruck in der 3D. Wir haben dort die beste Produktionsstelle in ganz Portugal, die Logos und den Druck dort machen, die ganzen Grafiken. Also das kostet ohne Ende, Freunde. Fit an,
Da bin ich gespannt, weil der macht jetzt eigentlich nicht so einen krassen Eindruck von außen. Ein Fit von außen, ja, ihr wisst, wie ich das meine. Also sieht es nicht so krass vom Fit aus. Aber wir ziehen das Ding jetzt einmal an und ich merke direkt, das Ding ist so schwer. Wer von euch noch diese alten Vetements Hoodies kennt, die so überschwer waren, hatte ich auch mal einen von diesen Vetements Metal Hoodies, ja, glaube ich. Das Ding ist genauso schwer. Sonst vom Fit muss ich leider sagen, fittechnisch eher schwach. Also, ja. Ja, okay, Fit ist jetzt nicht so Bombe, aber er stellt sich auch ein bisschen doof hin, finde ich. Nicht so gut wie das Shirt und wie der Hoodie. Fittet eher ein bisschen, ja, enger am Bauch, ein bisschen länger. Die Arme fitten eigentlich ganz gut, ist wieder so ein bisschen länger, aber am Bauch halt eben so ein bisschen eng, ein bisschen lang. Ist jetzt nicht so meins. Ganz ein anderer Fit. Sieht so aus, aber Fitpick kriegt ihr auch nochmal irgendwo eingeblendet hier, wo ich es komplett sehe. Von hinten finde ich es besser. Und ja, das wäre es dann eigentlich auch mit diesem Video gewesen. Das wären alle No-Hugs-Pieces gewesen. Mein Fazit, Qualität unfassbar. Also wirklich für den krass Preis. Okay. Hoodie 90 Euro, T-Shirt 50 Euro, Zipper irgendwie auch 90 oder 100 Euro. Für den Preis wirklich geisteskrank, kann ich nichts gegen sagen. Ich würde sagen, die Designs passen sehr, sehr gut zu UFO, ist genauso UFO sein Vibe. Catcht halt nicht jedermann, also zum Beispiel für mich ist das alles auch gar nicht so meins. Bin auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Kollektionen, was UFO da so bringt. Ja, der Hoodie wird auf jeden Fall behalten. Okay, auch ein Laundry Room Unboxing und Live-Cup gemacht, habe ich auch erst vor kurzem die Sachen bekommen. Auch sehr stabil, vor allem der Strick-Sweater ist wirklich Bombe geworden. Sehr, sehr cooles Video von Jan, Grüße gehen raus an ihn. Gut gemacht, gefällt mir. Guter Content.